Ja, hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist der Jake Kloxen und wir spielen Crypt of the Necrodancer. Heute mal wieder mit einem Alle Zonen One, beziehungsweise ein, ja, so circa 20 Minuten werden es wahrscheinlich werden, Alle Zonen Fail. Nicht Einlauf, um Gottes Willen, sondern, ja, wie soll ich sagen, wir versuchen es bis zum Erbrechen. Und legen auch direkt los. Und ich hoffe, der Panda guckt ab und zu mal selbst in die Kamera, genauso wie ich. Aber bei dem weiß man ja nie. Der Daily One, ich beziehe mich jetzt auf keinen speziellen, auch wenn das so wirkt, ging ja mal unglaublich in die Hose. Und das ist ja auch ein Dauerbegriff in dem Moment. Da brauche ich mich gar nicht auf irgendwas Spezielles beziehen. Ja, immer noch arg angeschlagen, erkältet. Da möchte ich mich für mein Geschniefe eventuell jetzt schon entschuldigen, genauso wie nasale Ausbrüche in Wort und Bild. Und eventuell auch dafür, dass der Panda die ganze Zeit mit offenem Mund da hängt, weil ich die ganze Zeit mit offenem Mund da hänge. Weil durch die Nase ist da nicht viel los. Aber naja, Gott sei Dank ist YouTube noch nicht keimübergreifend quasi. Also keimübermittelt. Was willst du machen? Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Wir sind durch das Level, durch das erste Level durch und haben noch 3 von 3 Herzen. Das ist jetzt Fortschritt, Können oder Zufall. Ich tippe auf Zufall, wie immer. Was macht denn das scheiß Gespenster? Hockt hinter der Kiste und freut sich. Nein, da gehen wir nicht lang. Feuerball, Feuerexplosion, das ist schön. So, was zu futtern, was zu spielen und Schokolade. Ich habe sogar meine Bombe noch jetzt gedacht. Also wir haben schon das Breitschwert, das heißt, ich nehme jetzt erst zu essen mit. Entschuldigung. Wie gesagt, Entschuldigung für das Geschniefe, es tut mir total leid. Kohlen sind immer gut. Überleg, ob ich nochmal in den Laden renne. Aber ich höre Drachen. Danke, gelber Schleim. Ich höre Drachen. Ja, der ist doof, der ist doof. Heute ist er doof. Ah! Mann, wer hätte es gedacht? Heute war er doof, heute war ich gut drauf. Wir warten auf den Power Ranger. Und gehen einfach weiter. Scheiße. Danke, blaue, ja genau. Ach Gott. Die Fackel will ich nicht. Das ist mir zu viel Aufmerksamkeit quasi. Das ist mir zu viel Aufmerksamkeit. Also je weiter dein Fackelradius ist, je größer dein Fackelradius ist, du siehst zwar mehr, aber die Gegner sehen dich auch eher. Wo willst du hin? Denn es hat doch keinen Sinn. Was ist denn hier los? Ach, Mist.
Mist, 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 vor allen Dingen mit der Hühnerkeule im Gepäck. Schade, schade. Egal. Ein Strich für die Liste. Und wir fangen weiter. Aber lief doch gut. Roter Drache besiegt ist immer schön. Einsicht und was? Ich konnte nicht lesen. Einsicht und irgendwas Fackel der Voraussicht. Ach, warte mal kurz. Kurzen Moment. Ach, muss man einen Schluck zu trinken nehmen. Ich versuche es eigentlich immer zu unterbinden, bis die Aufnahme vorbei ist. Weil das auch so ziemlich nie geräuschlos abgeht. Das sieht doch super aus hier. Ha, Multikill. Danke, jetzt haben wir's. Danke. Das Skelett musste mir unbedingt noch eine verbreizeln. Das können die gut. Im Laden war ich ja hier schon. Ich habe nur mein hässliches Messer dabei. Weiß ich nicht. Was ist das jetzt für einer? Ach so, der mit den Schreinen. Erhalte Schaufel, größere Level, nein. Blutwaffe. Gib Blut erhalt. Nein, ich habe kein Blut. Gegenstände werden Obsidian. Irregulärer Rhythmus. Okay. Das klingt spannend. Oh Gott. Ah ja, alles klar. Also wenn du aus dem Rhythmus kommst und hast du unten gesehen, guck mal da, da sind auch Lücken im Rhythmus, dann kriegst du auf den Sack. Auch schön. Das kenne ich noch nicht, das kannte ich noch nicht, muss ich dazu sagen. Gut diese Erfahrung gemacht zu haben. Der Obstin auf dem Teil rum. Der dämliche Zombie. Danke. Entschuldigung. Breitschwert. Jetzt hüpfe ich da selber drauf rum. Mann, Mann, Mann. Könnt's nicht lassen. Ich höre einen Minotaurus, der sich durch das Gelände ackert. Die sind toll. Die könnte ich öfter haben. Die sind vorausschaubar quasi. Doof. Ich weiß immer noch nicht, wann und wieso die roten Power Ranger kommen. Gibt es da immer ein oder zwei pro Level oder so? Und wenn dann, wann und wieso kommen die? Teleport bei Treffer. Okay, das habe ich schon mal gesehen. Also wenn du getroffen wirst, wirst du irgendwo ins Level teleportiert oder vielleicht sogar direkt in den Shop, glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das so toll ist. Aber den nehmen wir mit. Der Ring für bessere Items, das heißt, dass wenn du den anhast und ins nächste Level geht, dann werden alle Gegenstände, die da generiert werden für dich, werden raufgestuft vom Level her. Also eine Fackel plus 1 wird zu einer Fackel plus 2 beispielsweise. Ein normales Breitschwert würde dann, was weiß ich, ein goldenes oder so sein. Das werden wir uns jetzt gleich mal ansehen. Das heißt, wenn du den Ring findest, dann definitiv mindestens bis zum nächsten Level anhaben. Dann lohnt sich das. Danke. Da war ich aber auch gerade
total doof hier. Na gut, gehen wir mal in den Laden. Wir haben zwar nur 50 Kröten, aber ja, aber was willst du machen? Siehst du, guck mal an hier. Na gut, das mit dem Apfel verstehe ich jetzt nicht. Der Apfel müsste jetzt normalerweise eine Keule sein. Und ich habe auch keine 500 Euros für die tolle Rüstung. Na gut, dann machen wir doch mal Folgendes. Holen uns noch ein paar Kröten. Schnappen uns sowohl den Apfel, den wir konsumieren, als auch die Fackel. Da ist er wieder. Mann! Jetzt habe ich ihn. Was passiert, wenn man einen Schrein kaputt macht? Da verhindert Schaden und zerspringt dann. Ah. Wir haben noch keine Rüstung. Also nehmen wir die doch mit. Jetzt habe ich eine Glasrüstung. Das ist doch super. Das ist ein Drache. Das höre ich bis hier. Oh Gott, das ist auch noch ein roter Drache. Yes! Also ich hatte letztens irgendwann schon mal das mit dem Drachentanz erzählt. Jetzt ist sie kaputt, die Rüstung, siehst du? Dummer Zombie. Ich hatte das schon mal letztens mit dem Drachentanz erzählt. Also es gibt einen bestimmten Tanzablauf, einen bestimmten Bewegungsablauf für den Kampf gegen diese Drachen. Das soll, mal davon abgesehen, ja gut, bei allen Drachen soll das funktionieren. Dass man sich in einem bestimmten Rhythmus um den rum bewegt. Und dass man dann irgendwie in irgendeiner Form, wenn man es richtig macht, garantiert nicht getroffen wird. Im Gegensatz wie zu diesem Skelett. Jetzt rennt er wieder weg. Kunde. Ja, hau ab. Ich hätte jetzt gern was zu futtern hier. Aber ich nehme auch gerne. Ich nehme die Bomben, die ich mir Gott sei Dank leisten kann. Ich nehme die Bomben, damit ich hier die Kisten kaputt hauen kann. Wo zwar jetzt bloß Geld drin war, aber da ist auch gerne mal was zu futtern drin. Das ist jetzt hier. Jetzt müssen wir hier auf Strategie gehen. Ein bisschen Geld finden kann man ja nur immer noch. Meine Güte, das klappt viel zu gut. Ich habe noch ein halbes Herz. Oh Gott. Wo will er denn hin? Ja, das nächste Level ist der Boss dran und ich habe ein halbes Herz. Kriege ich hier eventuell noch irgendwo irgendwas gefunden? Obwohl es natürlich auch doof ist, das Level zum Ende des Liedes zu verlassen, weil dann kommen garantiert noch irgendwelche dämlichen Gegner. Wir können ja mal gucken. Multiplikatorschaden und das auf Langschwert. Wir gucken mal, was es uns bringt. Hier wollte ich jetzt nicht lang. Ich meine, ich gehe jetzt quasi mehr oder weniger schon davon aus, dass ich die nächste Ebene nicht überleben werde. Aber man weiß ja nie. Oh Gott, die Big Band. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, shit. Einmal verdrückt. Einmal verdrückt. Naja, hättest du dir auch denken können.
Junge. Ja. Weiter geht's. Ich bin ja persönlich immer schon froh, wenn ich irgendwo ankomme. Außer in Level 1. Wir haben nicht keine, no Geld for nothing. Got no money for nothing. Ich muss erstmal wieder auf den Rhythmus klarkommen. Na toll. Dankeschön. Die Affen sind scheiße. Läuft die Aufnahme? Na Gott sei Dank. Oh, großes schwarzes Skelett, na toll. Oh Gott, großes schwarzes Skelett, Entschuldigung. Das lief jetzt nicht so optimal. Heiter weiter. Noch eine Bombe. Und noch eine Bombe, aber die ist für dich. So, shoppen. Ja, ich bin immer ein bisschen... Ich habe keine 13 Münzen. Okay, ist gut. Obwohl, ich habe ja zwei Bomben. Ich habe ja zwei Bomben. Habe ich völlig vergessen. Kommt so selten vor. Dann kann ich mir nämlich jetzt auch glatt die... die schwarze Kiste holen und hoffe natürlich, dass da jetzt eine Waffe drin ist. Langes Schwert ist gut, habe ich nichts dagegen. Entschuldigung fürs Geschniefe, manchmal muss das sein. Ja, langes Schwert ist super. Da kannst du, blödes Skelett, deine Arme so lange hochreißen, wie du willst. Yes. No. Shit. Ich und meine beschissenen Schlüsselfehler. Level 2. Wer versucht sich denn da durch die Wand zu arbeiten? Das kann ja nur Minotaurus sein. Wir sehen uns in der Hölle. Da ist was in der Wand. Ja, Langschwert, ich habe es schon mal erwähnt, mach's aber gerne wieder. Also es ist ja nicht nur so, dass es zwei Felder vor dir angreift, sondern es greift auch beide Felder vor dir gleichzeitig an. Das heißt, wenn da zwei Gegner stehen, dann kriegen die beide auf den Koffer. Was natürlich oberspitzenmäßig ist. Der rote Power Ranger, alles klar. Der Geist hatte auch nicht mit einer Schelle gerechnet. Eine Fackel. Da fackel ich doch nicht lang. Entschuldigung. Der war flach.
Der war mega flach. Ach so, ja schön, ja, dann nehme ich doch den billigere Lädenladen, billigere Lädenring, Entschuldigung. Bevor ich den Laden leer kaufe. Wo war jetzt hier der Ausgang? Schwer, völlig verrissen. Aber hier geht's ja auch noch lang, wer hätte es gedacht. So, der Song neigt sich dem Ende zu. Hoffentlich finden wir jetzt direkt mal noch den Ausgang. Weil, wenn man vor, wenn man zu Ende des Liedes den Ausgang, Entschuldigung, wenn man, wenn das Lied zu Ende ist, jetzt habe ich's, wird man ins nächste Level geschmissen, landet aber erstmal bei jeder Menge Gegner in den meisten Fällen. Titanium-Peitsche, ja, bitte. Habe ich nichts dagegen. Die Peitsche peitscht in einem L vor dir. Auch um Ecken rum. Das ist super. Und zwei Schaden ist natürlich Oberklasse. Ich höre hier auch. Ne, ich bleib bei der Peitsche, dankeschön. Mann. Jetzt gerade auch langsam ein bisschen durcheinander hier mit dem Ding jetzt, warum auch immer. Der Rhythmus ist ein bisschen schnell manchmal. Also der ändert sich natürlich nicht, aber manchmal hast du dann doch so ein bisschen Gehirnaussetzer, also ich zumindest. Wo ich dann einfach nicht mehr auf den Rhythmus klarkomme. Danke. Was ist das? Ich kenn's noch nicht. Was wollen die denn jetzt alle hier? Was ist denn das? Erhalte Waffe. Geh nicht zurück. Nein, den kenne ich schon. Den hatten wir schon mal. Wenn du das machst, darfst du nicht mehr auf das Feld im nächsten Zug zurückgehen, wo du gerade hergekommen bist. Dann passiert ein Unglück. Will ich weitergehen? Ich will eigentlich... Eigentlich würde ich gerne noch irgendwo ein bisschen Nahrung finden wollen. Aber die scheint es ja auch nicht mehr zu geben. Oh Gott. Ist okay. Mann, das tut mir total leid. Wie ein halbes Leben. Und jetzt geht's hier schön zum Boss. Der schon wieder. Shit. Na. Ach ja, kam total unerwartet. Kam total unerwartet. War gerade so froh, im Rhythmus zu bleiben. Ach man. Also falls das irgendjemand echt vermutet. Nein, ich mache das nicht mit Absicht. Ist ehrlich so. Ich bin wirklich so. Das ist übrigens jetzt die letzte Runde, bevor ich es mir völlig entfleucht hier. Rüstung. Rüstung ist gut. Dicke Fledermaus. Oh Gott, ja. Mann. Na gut. Soll es wieder gewesen sein, dauert das Once 59 Sekunden. Immer wieder gut. Okay, gut. Ja, wäre es gewesen für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zumindest zum Zugucken. Ich bilde mir ein, wir werden es irgendwann mal weiterschaffen. Ne? Denke ich mal.
Ansonsten, ja, ihr könnt doch einfach, wie soll ich sagen, ja, beziehungsweise ich benenne meine Videos dann letzten Endes auch ein bisschen nach Fortschritt. Das hatten wir jetzt zum Zone 2-Wechsel gesehen gehabt, beziehungsweise gelesen gehabt. Und ja, dann guckt doch einfach, wenn er jetzt das hier aktuell guckt, in 1, 2, 3 Monaten nochmal rein. Und sucht euch das Video raus mit, ich werde es wahrscheinlich Road to Zone 3 nennen. Oder Zone 3 nennen, denke ich mal, ne? Dann wisst ihr Bescheid. Dann könnt ihr da reingucken und dann seht ihr auch den Erfolg mit dem Fortschritt und so. Okay, das nur so vorweg. Dann, ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ja, mein Name ist Jack Kloxen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.